So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen heute ein Dankeschön-Video. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass mal wieder massenhaft Zeugs angekommen ist und wieder ganz, ganz tolle Sachen und super Ideen und extrem Nützliches. Und ich werde da noch sehr viel Spaß mit haben. Ich sehe schon, ich bin ja sowieso gerade am neue Hobbys entwickeln, weil irgendwie braucht man einfach was anderes zu tun. Sonst fällt einem die Decke auf den Kopf. Ne? Also gerade wenn man Hobbys braucht, bei denen man nach Möglichkeit nicht allzu viel rausgeht, wobei in den Wald ja schon noch möglich wäre. Andererseits ist der halt auch schon überlaufen. Also ja gut, ihr wisst es. Ne? Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich mich jetzt auch gerade noch ein paar anderen Sachen zuwenden kann. Und Evelyn macht das Gleiche und deswegen haben wir jetzt eigentlich reichlich Projektchen. Und da kommt es dann natürlich besonders schön, wenn man dann diese Projektchen noch um ein paar kreative Ideen von euch erweitern kann, beziehungsweise sich dann noch das eine oder andere ergibt durch eben Geschenkchen. Ne? Da freue ich mich also gerade jetzt auch ganz besonders natürlich drüber. Das ist was ganz, ganz Tolles und bin auch dem Paketboten sehr dankbar, dass er hier häufiger vorbeikommen musste in letzter Zeit. Man kennt sich inzwischen. Gut, also vielen herzlichen Dank für Sendung Nummer 1. Ich versuche so halbwegs die chronologische Reihenfolge, wie es angekommen ist, beizubehalten. Kann ich aber nicht versprechen, dass ich das noch so richtig hinkriege. Sendung Nummer 1 besteht unter anderem aus diesem Opinel Nummer 3. Wer ein Opinel Nummer 3 kennt, also das ist das kleinste in der Opinel-Reihe, der wird eventuell sich fragen, irgendwas ist hier anders, warum glänzt das, warum sieht das aus wie eine Patrone? Naja, weil es eine Patrone ist. Das ist ein modifiziertes Opinel Nummer 3 hinsichtlich dessen, dass es halt jetzt in einer Patronenhülse steckt, was eine großartige Idee ist, wie ich finde. Und was wirklich auch ganz wunderbar funktioniert, ist leichtgängig, nicht zu leichtgängig. Opinel Nummer 3 hat ja keine Möglichkeit, arretiert zu werden. Das ist ja standardmäßig bei der Holzversion auch so. Hier noch mit einer schönen Lederkordel, zumindest irgendwas, was sehr nach Leder aussieht. Und wirklich auch von den Details her toll verarbeitet, ist selbst gemacht. Und weist sogar hier in der Mitte noch eine kleine Mulde auf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da muss ich mir immer vor den Hut halten, damit scharf gestellt wird. Jetzt sieht man es, ne? Also da ist so eine kleine Mulde. Und die ist natürlich dafür da, dass man hier, wenn man das Messerchen zumacht, mit dem Fingernagel das Messerchen auch besser wieder aufbekommt. Also das ist ganz was Tolles, sehr durchdacht und da freue ich mich sehr drüber. Also wer hat sowas schon? Gerade auch so selbst gemacht, das ist natürlich ganz was Feines. werde ich mir wahrscheinlich irgendwo an einen Rucksack dranhängen, also an irgendeinem primären Reißverschluss. Das habe ich eigentlich ganz gerne, da immer so ein kleines Andenken baumeln, haben inzwischen fast alle meine Rucksäcke sowas dran. Tourenrucksack, jetzt nicht so sehr der Alltagsrucksack, aber die haben alle was in der Richtung. So, dann haben wir im gleichen Bauschema, im gleichen Stil hier noch einen Flaschenöffner in Patronenform mit Schlüsselring zum eben entsprechend einen Schlüsselbund dran machen. Auch eine super tolle Idee, muss man erstmal drauf kommen. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe ja Sorgen, abgesehen von den Dingern an den Taschenmessern, habe ich eigentlich fast gar keinen Dosenöffner, Flaschenöffner, verflucht. Ich glaube, ich deponiere den einfach in der Küche. Ja, dass man in der Küche dann einen Griff bereit hat, wenn man da mal einen braucht. Also, ja, doch, toll. Vielen Dank auch dafür. Und dann wäre noch zu erwähnen, hier ein Stück Eibe. Eibe habe ich auch noch nicht in meiner Holzsammlung und deswegen auch das kann ich ganz hervorragend gebrauchen und werde es meiner Holzsammlung hinzufügen. Gerade auch hier im Querschnitt ist die Maserung hochgradig interessant. Eibenholz gehört auch wirklich zu den dekorativsten Hölzern, die es so überhaupt so gibt, meiner Meinung nach. Also wirklich ein sehr schönes, sehr spannendes Stück, auch die Geschichte, die das Holz jeweils natürlich eben entsprechend immer erzählt. Will ich mich jetzt gar nicht so sehr zu auslassen, muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen und es kommt in die Sammlung. So, das packen wir alles schön wieder ein. Dann überlege ich mir, wie gesagt, in kürzester, bälteste Bälde, irgendwie so, wo ich das am besten hinpacke und
anbringen. Aber das ist wirklich eine tolle, tolle Kleinigkeit, wie du ja auch schreibst. Und also, freut mich sehr. Doch. Sehr cool. Gerade auch dieses Selbstgemacht, das ist natürlich lustig. So, jetzt ist hier gerade Chefin angekommen. Chefin versteckt sich hinter den Büchern. Man sieht dich nicht, Schatz. Okay. Jedenfalls ist Chefin deswegen da, weil es gibt hier noch zwei Sachen, die Chefin betreffen. Und dann machen wir die jetzt mal vor und nicht in chronologischer Reihenfolge. Das wäre zum einen die Origami-Geschenkbox mit Herz. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend, was du damit angerichtet hast. Wirklich erschreckend. Ah ja, genau, geh du mal in den Hintergrund. Hallo. Und sie hat, glaube ich, gefühlt 2 Stunden gebraucht, nachdem sie das bekommen hat, um Folgendes, kommt gleich, anzufertigen. Jedenfalls, du hast da echt ein Händchen für so ein Zeug. Bestehend aus sehr schönen 50 Blatt Origami-Papier in 10 Designs, 15 x 15 cm und 80 Gramm pro Quadratmeter ist das, glaube ich, immer. Ja, pro Quadratmeter die Angabe. Warum sind die so dick? Ach, ist das mehr als normales Papier? Nee, normales Papier hat auch 80 Gramm pro Quadratmeter. Ach so, und du hast gedacht, die wären weniger. Viele Faltblättchen und Origami-Papierchen und so sind dünner. Also die haben dann vielleicht noch 60 oder 50 oder weiß ich wie wenig Gramm pro Quadratmeter. Und ein Heftchen bezaubernde Faltideen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Und generell ist das ganze Paket, das hast du auch irgendwo festgestellt, wo stand das mit Level 1 oder irgendwo da hinten? Ah ja, hinten. Level 1. Also einer von 3 Kranichen oder sowas. Oder was das ist. Das könnte der Kranich. Der Kranich ist so ein Klassiker, oder? Der Kranich ist ein Klassiker. Bei den Kineten so eine. Ja. Ja, gut, Kraniche sind ja auch tolle Vögel, so ist das nicht. Was mich jetzt etwas schockiert hat, bin davon ausgegangen. Das hat ein super cooles kleines Falzbeil so in Größe von einem Gitarrenpleck vom Ringkopf, das liegt noch oben. Das ist total das praktisch, ist toll, in jedes Eckchen rein und dann noch einen Falz schön flach und wunderbar festdrücken. Wenn man dann nicht mit dem Finger nachher schon das halbe Papier zerkratzt. Sieht ungefähr so aus und ist halt aus Plastik. Echt genial. Mhm. Nimmst dem Buch und dem Papier auch und hat da ein bisschen den Ehrgeiz geweckt. So, jedenfalls war sie eine Weile ruhig gestellt. Also auch dafür erstmal herzlichen... Alles gemein. Herzlichen Dank. Das Resultat, hier der klassische Kranich. Das ist wohl, glaube ich, so, das ist ein eher einfaches Einsteiger. Also, da hast du echt Nerv. Die Kameras und Tisch ist alles unscharf, was du reinhältst. Ja. Helles Gesicht und so. Oh. Ja, stimmt. Ich muss falten gehen. Wann immer Evelyn im Bild ist, will der Autofokus immer sie scharf stellen. Jedenfalls, das ist also, glaube ich, so ein Klassiker, eben dieser Kranich. Es ist auch ein relativ einfaches Projekt. Den kann ich sogar dir beibringen. Nein, danke. Wenn du möchtest. aber, ich finde den Kranich an sich ja schon mal saucool. Dann hatte sie gefühlt in 5 Minuten fertig. Dann, was kam dann? Ich glaube, das hast du. Erst kam Schächtele. Wo haben wir das Schächtele? Ah, hier. Das Schächtele. Das Schächtele stand, glaube ich, gar nicht im Buch. Das war doch, was. Doch, das steht auch im Buch. Okay. Hat sie wohl schon hunderte davon in der Schulzeit entsprechend angefertigt, um Spitzer Dreck aufzubewahren, weil sie nie einen fancy Spitzer mit eingebauten Dinge mit dem Mülleimer. Ja, was auch immer. Mit dem Auffangbehältnis. Und da sind übrigens 2 Glückskäferli drin. Käferli. Käferli. Ja. Ha. Das schaffe ich sonst nicht. Wenn die Kamera läuft, ist besser. Dann war, glaube ich, der Elefant. Kann das sein? Ja, egal. Also jedenfalls hier der rosa Elefant. Ich bin ein bisschen weiter suchen gegangen. Ich glaube, die anderen sind alle dann nicht mehr im Buch. Ich würde jetzt Terreur sagen, aber aufgrund meines Vornamens bin ich jahrelang geplagt worden mit Witzen, die den betreffenden Elefant betreffen. Und dementsprechend werde ich nicht Terreur sagen.
Also jedenfalls nur so angedeutet. Aber den Elefant finde ich sau cool. Vor allen Dingen, dass du den ausgerechnet rosa gemacht hast. Das hat irgendwie was. Mhm. Der berühmte rosa Elefant. Nee, der kleine Drache, der ist noch im Buch drin. Ging ja auch so 5 Minuten oder sowas. Dann der kleine Drache, in Anführungszeichen. Den finde ich auch saumäßig cool. Die Idee mit den Flügeln hier, dass er quasi seine Flügel als, gut, er hat keine Hinterbeine, aber die Flügel als Vorderbeine da verwendet. Und Hinterbeine muss man sich halt dazu denken, auch mit dem langen Schwanz. Sau cool, der kleine Drache. Und er hat Augen. Ja, hat sie irgendwo angemalt. Ja. Dann haben wir den Fuchs. Tada, der ist jetzt aus einem anderen Papier, aber ist im Origami-Wahn auch entstanden. Also aus den gleichen Gründen quasi entstanden wie der Rest. Ja, nee, und der Fuchs und das Eichhörnchen haben persönliche Gründe. Mhm. Liebe Grüße, falls ihr das seht. Mhm. Sehen sie eh nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber du könntest es ihnen ja sagen, sie sollen vorspulen bis Minute irgendwas, sonst kriegen die Krise. Warum labert der so lange? Und den will sie heiraten. Ihr Freundeskreis. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist so unser persönliches Highlight, glaube ich. Wobei, der Elder Dragon ist auch cool. Das Eichhörnchen ist sehr schön geworden. Gerade auch mit dem... fast schon lebensecht mit dem erhobenen Schwanz. Also diese Origami-Menschen haben sich etwas einfallen lassen. Mhm. Dann haben wir... Und das dauert dann halt auch so ein paar Minütchen, wenn man das wirklich nachfaltet mit YouTube vorne dran. Ein paar Minütchen. Mhm. Ja, so 20. Mhm. 20, und, 30. Und der Elder Dragon. Also ich finde ihn sehr beeindruckend. Vor allen Dingen... Dass der aus einem so einem kleinen Blatt Papier besteht, das geht mir jetzt nicht ins Hirn. Ne? Ah! Ist ja gerade das. Ich konnte doch nicht fliegen. Nee. Das ist ja das Faszinierende an der ganzen Origami-Geschichte. Ein Blatt Papier, keine Schere, kein Leim. Da fallst mal und du hast nachher ein Mega-Viech. Also sehr cooles Geschenk. Vielen, ja. Vielen Dank. Da könnte also Spaß das. Hat Spaß gemacht. Ja, ja, da. Macht weiterhin Spaß. Wenn sie das nächste Mal nervt, gebe ich ihr einfach noch ein paar Blatt Papier und dann. Also gib die Papiere. Bitte sehr. Kannst du. Achso, du willst die andere Sache können wir am besten auch gleich noch machen, ne? Mhm. Dass du dann, aber das kannst du mal verstauen. Verstau du mal. So, dann ich erläutere. Du sagst danke, nämlich, das war ja das Problem, wir hatten ja mal ganz vorsichtig angemerkt, dass ihre Trekkingstöcke nicht mehr die allerneuesten sind. Das hattest du angemerkt, ich habe nur gesagt, sie sind relativ du hast lang, bestätigt. Wenn man sie an den Rucksack macht. Ja gut, aber jedenfalls hat sie jetzt tatsächlich ein neues Paar prima Trekkingstöcke von Compardell bekommen, also die gleiche Marke wie die alten sogar lustigerweise. Und Verarbeitung ist absolut krass. Also ich war gerade da, als Paket kam und habe es entsprechend aufgemacht. Und also die Qualität... Ich auch Tüxen drauf. Ja, du heißt auch bald so. Und noch ist es nicht so weit. Also qualitativ sind die wirklich toll. Ich finde das auch super gut, dass die Haken hier zum Längeverstellen schön schwergängig sind. Das ist nämlich mein Problem bei meinen... Welche Marke sind denn die? Black Diamond. Ich mag die auch super gerne. Super gerne. Aber diese Haken, die sind nicht ganz so fest, wie ich es gerne hätte, weil kann halt passieren, dass einem beim Laufen der Stock dann ein kleines bisschen hochrutscht. Nicht viel, aber auf die Dauer, okay, wenn man den alle 3-4 Stunden mal... Aber haben deine keine Schrauben zum Nachziehen? Das weiß ich gar nicht. Müsstest du mal gucken. Weil bei meinen muss ich auch zwischendrin mal die Schrauben ein bisschen nachziehen. Und ja, kann sein. Aber das wirkt wirklich sehr massiv, toll verarbeitet. Und die haben eine Maximallänge von 1,20 und das kommt ihr auch ganz gut zu. Das war ja gerade dein Problem, dass deine bisherigen einfach zu lang gewesen sind. Beziehungsweise so lang, dass du es nie brauchst. Die konnten bis 1,40 ist ja Unsinn. Und über 1,20 brauche ich nicht. Und dementsprechend waren es halt auch beim Rucksack hier, weil sie immer so lang, dass sie noch über den Rucksack rausragten. Fast egal welchen, das ich gebraucht habe. Und das ist halt...
Jetzt nicht mehr so. Was ich persönlich auch noch cool finde bei dem Modell, die untere Stange, die hat gar keine Skala. Das ist also bei denen, die ich bisher hatte bei den Trainingsstücken, war es meistens so, auf der unteren Skala musstest du einstellen 115, auf der oberen Skala musstest du einstellen 115 und dann hast du erst 115 gehabt. Hier fährst du unten einfach, das ist glaube ich generell was vom Hersteller, hier fährst du einfach unten aus und variierst dann oben noch den Rest der Länge und dann ist gut und so ist er eben auf Maximum und das sollte für die meisten Leute ja wahrscheinlich dann auch reichen für die meisten Situationen und ja, da. Und davon gibt es natürlich zwei. Was wir jetzt noch nicht ganz dran gemacht haben, sind hier die Matschteller. Das sind ja nicht direkt Schneeteller, sondern eher Matschteller. Und es gibt noch so praktische Halterungen, mit denen man die dann für den Transport auch aneinander festmachen kann. Das finde ich auch immer cool. Ich verliere die immer regelmäßig. Bei neuen in Trekkingstöcken im Regelfall immer dabei. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ein sehr hilfreiches Geschenk. Voll krass ist, sie haben Spitze vorne. Ja! Ja, die alten sind so abgenutzt. Da hast du keine... Das kann man nicht ruhig halten. Da kannst du, nein, das kann man nicht, das ist zu klein. Aber die alten, die haben halt auch schon ein paar tausend Kilometer hinter sich. Die sind mit nach Spanien gewandert und sind vorne schon... Sie haben noch sowas wie eine Spitze. Aber die ist mehr also ein Metallklotz. Mehr eine Runde als eine Spitze inzwischen. Die sind richtig scharfkantig. Huhu. Ja. Na toll, dann bin ich wieder der Nächste, der auf der Fresse liegt wahrscheinlich. Ich leise die auch aus, weil wir wissen nicht so genau, ob sie wirklich für mich sind. Ja, weil das Paket... Ja, natürlich steht da nicht dein Name drauf. Deine Adresse steht ja auch nicht im Internet, Schatz. Stimmt. Ja. So, ja, aber sie ist halt ohne irgendwie was gekommen. Von dem Spoiler, sie hat dieselbe. ja, jedenfalls, das ist toll. Was ich übrigens auch noch genial finde, das finde ich einfach grundsätzlich eine coole Idee, dass man bei den Stöcken jetzt scheinbar nicht so sehr drauf geguckt hat, dass die unglaublich bolle leicht sind, was für uns zwei auch vollkommen Schnurz ist, weil, wenn wir Stöcke dabei haben, dann benutzen wir die mehr oder weniger nonstop. Das ist bloß für An- und Abreise, also für den Flug, für im Flughafen unterwegs sein oder sonst wie, dass man die sich wirklich mal in den Rucksack dran macht. Zug, Bus, was auch immer. Aber man hat die eigentlich immer in der, also wir haben die wirklich immer in der Pfote und deswegen ist es für uns praktischer. Hast du einen Teller noch? Bitte sehr. Und hast du auch rausgekriegt, dass man die ja, die Teller kann man da auch dran. Das ist auch eine geile, coole Idee, ja. Und da wir die eh nie tragen, sondern immer nur in der Hand haben, ist es uns persönlich lieber, und das glaube ich sehen wir beide so, dass der Stock noch ein bisschen robuster ist, dass der wirklich auch Gewicht aushält und man im Zweifelsfall da echt alles Gewicht draufstemmen kann, als dass der halt 100 Gramm leichter ist. Was soll man mit 100 Gramm, wenn man es auch eh nicht an den Rucksack macht, dann ist das wurscht. Ne? Ja. Gut, das war also der Teil, der die Evelyn betrifft. Willst du wieder abhauen? Dann gehe ich nachher wieder. Also vielen Dank, ich freue mich sehr. Ausprobiert sind sie jetzt noch nicht, aber das wird in Bälde kommen. Und vor allem toll, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, sind auch die Korkgriffe. Ja, Korkgriffe sind natürlich auch sehr edel. Ja, das war Spaß. Ja. Also, vielen, vielen lieben Dank und ich lasse den Ben euch wieder privat zurück. Der Rest ist eh Männerzeug. Männerzeug? Dann gehe ich mal besser aus dem Männerkeller. Nämlich. Tschüss, danke. Nämlich Messer. Und zwar dieses sehr interessante Opinel. Und das ist auch dahingehend lustig, dass ich jetzt in der Geschichte der Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, genau zweimal überhaupt nicht zuordnen konnte, was, wovon, von wem was ist. Also zweimal, und das ist das zweite Mal, ist es vorgekommen, dass ich es wirklich nicht weiß. Und das ist natürlich nicht schlimm, aber bemerkenswert einfach, weil das so ein seltenes Phänomen ist. Jedenfalls, vielen Dank, das ist ein alternatives Opinel, wie man sehen kann. Es hat einen sehr alternativen Griff, so geschwungen. Es hat eine, wie der Opinel-Kenner auch sofort erkennt, eine sehr alternative Klingenform, weil Clip-Point heißt das, glaube ich, oder Drop-Point-Klinge. Ja, Drop-Point-Klinge. Wenn die Klingenspitze quasi in die Mitte vom Messer zentriert worden ist und die Spitze entsprechend ja sehr spitz zuläuft, in der Mitte vom Messer. So ungefähr in der Mitte zumindest. Genau, Definition, keine Ahnung, da nagelt mich nicht fest, ne? Aber für Opinel ist das ungewöhnlich. Normalerweise hat ein Opinel eine Bowie-Klinge.
Ich habe hier vom letzten Danke ehrlich gesagt noch rumliegen, hier mein Bobinga Opinel, da kann man schön den Unterschied sehen an der Klingenform. Also hier haben wir eine Bowie-Messerartige, dieses hier, Klinge. Und ja gut, das ist noch extrapoliert. Ja, das ist jetzt nicht Standard. Und hier haben wir noch eine eben eine ganz andere Form. Finde ich mal eine wirklich schöne Alternative. Das alternative Griffdesign hier mit dem sehr schmal zulaufend und dem kurzen gebogenen Griff liegt jetzt bei mir persönlich sehr, sehr gut in der Hand. Finde ich, fühlt sich hervorragend an. Ich habe ja sowieso meine Opinels, die ich mir dann hinterher noch ein bisschen abgeändert habe, hier hinten den Buckel quasi weggeschliffen, um in Richtung dieses Designs zu kommen. Ja, und deshalb liegt das wirklich sehr gut für mich in der Hand, finde ich sehr hübsch. Ist ein Inox-Stahl, also der Opinel Inox. Das heißt, nicht rostend oder zumindest fast nicht rostend. Wenn man sich viel Mühe gibt, dann schafft man es doch. Ich habe es schon mal hingekriegt, aber man muss sich wirklich sehr, 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 sehr viel Mühe geben. Das ist mir auch ehrlich gesagt inzwischen, ich will nicht sagen, ist der liebere Stahl, aber ich habe aufgehört, den Carbon deutlich besser zu finden. Das war früher mal so. Aber ja, es hat halt schon, Carbonmesser sind mir schon so viele angerostet und die sehen halt irgendwann echt nicht mehr schön aus, wenn man dann damit auch sein Essen schneiden möchte. Und gerade nachdem man was schneidet, was eher säurehaltig ist, zum Beispiel Pflanze, fast jede Pflanze, allein schon eine Kartoffel ist jetzt nicht sehr säurehaltig, aber ich hatte schon vom Kartoffelschälen hinterher einen Belag auf meinem rostenden Opinel, Carbon-Opinel und ist schon ein bisschen ärgerlich dann manchmal. Also deshalb bin ich über die Inox-Variante gar nicht böse. Also auch ein ganz, ganz tolles Taschenmesser für jeden Tag und da bin ich auch sehr dankbar und freue mich. Und ich hätte auch keinen Schimmer, dass es dieses alternative Design hier eigentlich überhaupt gibt. Ne? Also das scheint mir nicht selbst gemacht zu sein, das kann eigentlich nicht. Kann man wohl so kaufen, scheinbar. Sehr cool, vielen Dank. So, dann hätte ich noch eine Sache, wozu wohl mein EDC-Röhrchen-Projekt, das ist ja immer so ein Spieler, aber ich habe da halt Spaß bei solchen Spielereien und deshalb freue ich mich auch sehr über diese Geschenke hier, denn kleine Schächtelchen, Döschen, Fläschelchen und so weiter, da stehe ich halt total drauf. Es hat sich scheinbar mittlerweile etwas rumgesprochen. Und deshalb hier auch nochmal ein Sammelsurium von Fläschchen, Döschen in verschiedenen Größen und Formen. Und was das hier eigentlich genau ist, ich habe keinen Schimmer. Ich habe schon ein paar Ideen, was ich damit anstellen könnte, aber das ist was ganz Komisches. Ne? Das hat so ein Raschverschluss in Anführungszeichen, lässt sich stabil so zusammenstecken. Man kann es aber auch recht weit ineinander schieben. Theoretisch kann man es auch umdrehen. Ich habe keinen Schimmer, was das ist. Aber ich werde bestimmt eine Verwendung für finden. Ich habe schon überlegt, ob man da eventuell eine Zahnbürste reinkriegt. Eine kleine. Naja, jedenfalls. Dafür erstmal schon mal vielen Dank. Und die hier, da sind jeweils noch andere drin. Das ist wie diese Babuschka, heißen die so, diese russischen Puppen, wo dann nochmal eine Puppe in der Puppe ist und eine Puppe in der Puppe und genau. Und in diesem Fall haben wir hier drin noch ein solches Röhrchen. Das ist ja auch ein tolles Format. Gerade auch für Küchenzwecke finde ich diese Röhrchen jetzt wirklich ganz genial. Nicht, dass ich jetzt nicht auch auf die Idee kommen würde, mir hier drin noch eine andere EDC-Röhre zu bauen oder sonst wie, aber gerade für Küchenzwecke, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, wenn wir da ein paar für diesen Zweck verwenden wollen, weil zum Beispiel, wenn es jetzt nicht so sehr auf jedes Gramm ankommt, dann habe ich gern zum Frühstück ein bisschen Grießbrei oder Milchreis dabei und wenn ich Grießbrei oder Milchreis dabei habe, dann brauche ich ein wenig Zuckerzimt. Jetzt ist Zuckerzimt mit Schleppen nicht besonders leicht und da will ich auch nicht zu viel dabei haben und ich glaube, dieses Gefäß so vom Gefühl her wäre jetzt so die ideale Größe für 2 bis 3 Portionchen Zuckerzimt. Ja, wenn, dann muss da schon ein bisschen was dran, ne? Deswegen 2 bis 3, viel mehr als 2 bis 3.
Sötchen finde ich, passen da nicht rein, aber das reicht auch. Ich will ja auch nicht jedes Frühstück Grießbrei oder Milchreis haben. Und also ideales Zucker-Zimt-Gefäß von der Größe her. Für so eine Woche unterwegs oder so. Und dann sind auch diese kleinen Dinger hier dabei. Die sind natürlich auch ganz, 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 ganz schnucklig. Das wäre ideal so gefühlt für Evelyns Knoblauchöl zum Beispiel. Davon braucht sie auch immer nur ganz, ganz wenig. Und da würde das genau reichen. Also als Küchenutensil auch sehr hilfreich. Man könnte auch drüber nachdenken, ob man sich da irgendwelche zusätzlichen Hygieneflüssigkeiten oder sonst was reinfüllt. Da sind wir uns noch nicht ganz, aber das Format ist auch toll. Ich habe keinen Schimmer, dass es das gibt und sowas besetze ich auch noch überhaupt noch nicht. Also deshalb vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe ja schon das eine oder andere Gefäß inzwischen, auch das eine oder andere kleine Gefäß. Aber das sind wirklich nur so Formate, die sind irgendwo dazwischen und sau cool. Und daher vielen Dank. Und dann haben wir hier noch so ein längliches, das ist auch sehr schön. Und nochmal ein kleines. Und dann auch nochmal so ein Zwischenformat. Das ist auch sautoll. Hat hier noch eine Beschriftung, wo man sich dann irgendwie noch, also so eine leichte Skala von 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, bis 12. Nur was das ist. Ah, Milliliter. Ja, doch. Okay. Also haben wir es hier mit einem 12 Milliliter Gefäß zu tun. Konnte ich gar nicht so richtig lesen. Und nochmal einem kleinen, also da fällt uns garantiert jede Menge Nützliches, gerade in der Küche, wie gesagt, fällt uns da ein. Das hier wäre auch ideal für zum Beispiel ganz normal Öl einfach zum Anbraten, wenn man mal in den Wald möchte. Und da hat es ja schon andere Gefäße, wo man Öl rein, aber das ist auch so, ganz toll. Und sowas hier zum Beispiel, das ist auch eine tolle Größe für Spiritus. Für eine 3-Tages-Tour reicht das auch vollkommen aus, wenn man eben mit Spiritus unterwegs sein möchte. Ideen gibt es da sicher reichlich für die vielen schönen kleinen Dingelchen. Und vor allen Dingen, Evelyn ist ja schon weg, war auch sehr begeistert von diesem Format Gewürze. Absolut eindeutig Gewürze. Bisher haben wir unsere Gewürzmischung immer in einer kleinen Plastiktüte, die üblichen Gefrierbeutelchen, die ganz kleinen. Das ist zwar praktisch, ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die kaputt gehen und das ist auch schon passiert. Und man kriegt sie dann doch nicht mehr so gut zu, auch wenn sie diesen Ziplock-Verschluss oder wie das Ding heißt, entsprechend haben. Und ganz ehrlich, die wiegen so gut wie nix. Also da kann man auf jeden Fall, die sind wirklich erstaunlich leicht. Merkst du quasi nicht, dass du sie in der Hand hast, außer dass sie halt fest sind, aber da würde ich schon sehr dazu tendieren, dass wir insbesondere die zwei wirklich als Gewürzaufbewahrungsgläslein verwenden. Und das zwei genau richtig. Wir haben nämlich zwei verschiedene Würzmischungen üblicherweise auf Tour dabei. Die Kräutermischung und die pfeffrige Mischung, so in Anführungszeichen. Also mit Salz, Pfeffer, so ein bisschen, keine Ahnung, Paprikapulver drin. Auch Curry ist noch drin oder sonst wie. Also selbst zusammengemischt. Mit dem, was noch da ist, schmeckt jedes Mal ein bisschen anders. Es wird dann auch mal das eine oder andere nochmal dazugekippt, dann schmeckt es wieder ein bisschen anders. Aber die Kräutermischung ist relativ konstant. Das ist so eine Mischung Kräuter der Provence mit erhöhten Petersilie- und Basilikumanteil. Jo, ja, also vielen lieben Dank. Das ist, werde ich sehr viel Spaß mit haben. Freue ich mich sehr drüber. Und dann war da noch eine kleine andere Sache noch dabei, die, ich glaube, nicht so ganz für die Öffentlichkeit geeignet ist. Da bedanke ich mich auch sehr herzlich für. So, eins habe ich noch. Moment, mal gucken, ob ich nichts vergessen habe. Ja, eins habe ich noch. Das ist was nicht sehr voluminöses, aber was doch großes. Nämlich irre, absolut irre, ganz toll, freue ich mich sehr. Ich habe keinen Schimmer, was ich damit, wie das genau, also ich muss da wirklich noch üben. Ja, ich hatte noch nie eins, aber das hier ist ein Makroobjektiv. Ich habe mal ein ganz paar Testbilder gemacht und auch mal die eine oder andere kleine Testaufnahme. Ich zeige es euch erstmal und dann zeige ich euch noch das Testbildmaterial und dann sind wir eigentlich im Wesentlichen auch durch. Grob gesagt ist ein Makroobjektiv sozusagen die Lupe für die Kamera. Die gibt es teilweise noch mit massiver Vergrößerung, hat das Ding nicht, aber was es kann, ist, dass man einfach unglaublich nah ans Objekt, das man gerne fotografieren oder filmen möchte, ran kann. Und Stichpunkt Filmen, Image Stabilizer. Ne? Das heißt, damit kann ich also auch wirklich halbwegs
Ich wackel ja gerne mal ein bisschen, aber es soll auf jeden Fall anschaubares Bildmaterial, das ergaben auch die ersten Testversuche mit dem Ding, anschaubares Bildmaterial bei rumkommen, wenn man das so in Freihand ein wenig filmt. Und wenn man es dann mit dem Stativ macht, ja dann sowieso, aber das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles und ich hatte noch keine Ahnung, dass es überhaupt Makroobjektive mit Image-Stabilisation überhaupt gibt. Ja? Ansonsten, wie ist das Ding aufgebaut? Es hat halt den üblichen Schuh für die Kamera. Müsste ich jetzt so hier, ne? sitzt gerade natürlich ein anderes Objektiv drauf. Dann sehr spannend, die doch sehr kleine Linse und auch toll, ich habe zuerst gedacht, hä, was ist das denn? Dieser weiße Ring hier drumherum. Es liegt übrigens auch noch ein anderes Bauteil, was man in irgendeiner Form dran schrauben kann, liegt auch noch bei. Da muss ich auch noch experimentieren. Ich habe momentan noch gar keinen Schimmer, was dieses andere Bauteil macht. Einziger Kritikpunkt, die Gebrauchsanweisung hilft mir nicht wirklich weiter, aber ich schaue im Internet, ist ja überhaupt kein Problem. Kann man ja heutzutage problemlos machen. Und dieser Ring ist dafür da, ich kann euch das leider nicht zeigen, dafür müsste ich es an die Kamera schrauben und dann kann ich es euch auch nicht zeigen, weil dann seht ihr es nicht, weil dann wird durch das Ding aufgenommen. Aber das hier ist ein LED-Licht, dieser weiße Ring. Der kann eben entsprechend leuchten und hier hat man dann das Knöpfchen zum Licht anmachen. Gibt sogar in zwei Leuchtstufen. Das bei einem Objektiv, ich bin ja sowieso so begeistert von Dingen, die leuchten und dass ich jetzt neuerdings mit meiner Kamera rumlaufen kann und den Weg leuchten. ist völliger Unsinn, aber das sind so kleine Blödsinnigkeiten, die ich halt sehr gerne mag. Dann haben wir hier noch einen schönen Schärfering. Das ist Der verstellt nicht wirklich was, das ist also quasi ein digitaler Schärfering. Da dreht sich jetzt nichts im wirklich optisch im Objektiv. Dafür sind die viel präziser. Also dass man damit einfach den Zoom auf digitaler Ebene viel, sehr, sehr, sehr präzise, habe ich jedenfalls das Gefühl, dass das sehr präzise ist, ne? Einstellen kann. Komme ich gut mit zurecht, das finde ich toll. Außerdem manuell Fokus ist bei solchen Objektiven ohnehin Pflicht, dass da jetzt dieses kleine futzelige Detail von zum Beispiel der Blume, die man gerade fotografieren möchte, oder der Blüte oder des Blattes oder der Poren im Holz und solche Späße, also rein von der Leistung von den Dingen her, kann ich damit auch auf jeden Fall, muss ich noch üben und muss ich noch können, aber rein theoretisch kann man damit sogar holzanatomische Besonderheiten wirklich schön fotografieren und das werde ich auf jeden Fall nutzen, wenn ich dann mal wirklich ein paar Takte noch Näheres zum Holz erzähle, habe ich schon vor seit Jahren, aber hiermit habe ich jetzt auch die Technik dazu. Das ist halt, hat mich bisher auch davon abgehalten, mal wirklich ein Holzanatomie-Video zu machen. Man sieht es doch eh nicht. Man könnte höchstens noch irgendwo gucken, wo ich ein Bild klauen kann, was ich dann einblenden kann. Klauen in Anführungszeichen, also ein legales würde ich schon noch suchen wollen, aber so viel Auswahl ist da auch nicht. Deswegen eigene Bilder noch machen können, ist dann natürlich umso besser. Und auch gerade die Tatsache, dass man das auch ein bisschen videomäßig machen kann, dann auch eine gewisse Bewegung reinbringen kann, ist auch zum Verdeutlichen sehr, 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 sehr cool. Ja, und Knöpfchen für von Autofokus auf Manuellfokus umschalten, den Stabilisator an- oder ausmachen. Auf dem Stativ ist nämlich besser, wenn man ihn ausmacht. Und das ist im Prinzip der ganze Zauber. Blende 2.8, das reicht aber auch vollkommen aus. Was willst du mit einer noch kleineren Blende? Du hast bei der Nähe, die du ans Objekt rangehst, sowieso eine super geringe Tiefenschärfe. Und dann wird es sowieso sauschwierig, da noch irgendwie, nennenswert Dinge ins Bild zu bekommen, die halbwegs scharf sind und deshalb weniger als 2.8 macht beim Makroobjektiv aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Außerdem, an Licht fehlt es nicht, hat ja eine Lampe. Na? Also finde ich, ist das wirklich eine coole Überlegung, auch eine richtig gute Idee, eben deswegen dann auch eine Lampe anzubauen, weil nur 2.8 in Anführungszeichen, ja, große Anführungszeichen reicht ja völlig. Und Fixbrennweite bei, ich glaube, 35 mm. Man kann auch ganz normale Bilder damit machen, also stinknormal jetzt irgendwas, was weit, also hier mich jetzt in dieser Weise zum Beispiel, würde auch funktionieren, gar kein Problem. Ja, und dann blende ich euch noch ein paar Bilder dazu ein, schmeiß da vielleicht noch 2-3 Kommentare drüber in Voice-Over-Form. Und dann haben wir es gesehen und weiteres Experimentieren, damit folgt selbstverständlich. Das ist jetzt auch noch eine der Sachen, die ich auf jeden Fall machen kann in nächster Zeit, um mich ein bisschen bei Laune zu halten. Geht es mir wie allen anderen auch, langsam nervt es, muss ich niemandem verraten. Aber wir werden es noch irgendwie erleben,
dass das auch wieder aufhört zu nerven. Ne? So, und ich dann auch mal wieder Führung machen kann, vor allen Dingen. Ah. Macht's gut, ich bedanke mich insbesondere bei den Schenkenden, selbstverständlich. Also ganz, ganz toll. Es ist auch immer wahnsinnig spannend, wenn es klingelt. Und ich weiß, du hast nichts bestellt. Und ja, das ist auch immer sehr, 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 sehr spannend. Deswegen halte ich es auch ja nie aus, irgendwelche Unboxing-Videos zu machen, sondern muss immer gleich gucken, was ist das, was ist das, was ist das? ja, danke. Und für den Rest, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.